Also, das ist der Dime. Erkennen Sie ihn wieder? Ja, also ich weiß jetzt nicht. Jetzt vielleicht? Ich kann mich nur an seinen Geschmack erinnern. Umdrehen. Der war so knusprig. Ausziehen. Oh ja, das ist er. Der Anblick bleibt mir unvergesslich. Die zarte Schokolade und der knusprige Karamellkern. Oh. Dein erstes Dime. Vergisst du nie. Er ruft an. Er ruft nicht an. Er ruft an. Er ruft nicht an. Er ruft an. Er ruft nicht an. Der neue Skull zeigt, wer dich erreichen will und wen du zurückrufen kannst. Er ruft an. Skull, the message. Keine monatlichen Gebühren. Jetzt hätte ich Lust auf was? Schokolade. Mund auf, Augen zu. Dani Sahne ist ein cremig zarter Pudding mit viel frischer Milch, gekrönt von einem feinen Sahnehäubchen. Mund auf, Augen zu. Die andere Art Schokolade zu essen, Dani Sahne. Jetzt auch als Dani Mousse, natürlich mit dem Sahnehäubchen. Die guten alten Western-Zeiten sind endgültig vorbei. Das ist ja verschärft. Diese Familie erlebt den Westen, wie er heute ist. Was? Viel frische Luft, gesunden Sport und jede Menge bewegende Höhepunkte. Das ist Leben auf dem Lande. Dad, kaputt? Bo Bridges und die Seinen wollen nie wieder zurück. Go West. Heute um 19.05 Uhr bei RTL 2. In der Reihe Zeit für Gefühle präsentiert RTL 2 Jack Lemmon in Hochform. Das ist mein Vater, Jake Tremont. Steven Spielberg produzierte diesen ungewöhnlich einfühlsamen Film. Auch meine holde Braut. Wenn er stirbt, will ich da sein. Eine Geschichte, die ein ganzes Leben schrieb. Ich liebe dich schon. Dead, Dienstag um 21.50 Uhr bei RTL 2. Er segelt in der Waschschüssel durch jeden Ort. Es gibt nichts, was zu verrückt oder zu gefährlich für sie ist. Anna Lee ist die schrillste Privatdetektivin im deutschen Fernsehen. Kennen Sie die Tote? Aber ja. Sie will helfen und gerät selbst in Gefahr. Ein Mörder versucht zu verhindern, dass sie die Wahrheit erfährt. Ich zeige sie an wegen Behinderung von Polizeiarbeiten, wegen Zurückhaltung von Beweisen und wegen Beihilfe zur Flucht. Findet sie einen Ausweg? Ich habe keine Hemmung abzudrücken. Anna Lee, Montagabend um 20.15 Uhr bei RTL 2. Ein unermesslicher Schatz. 50 Millionen Dollar. Und alle wollen ihn haben. Widerliches, schleimiges Schwein. Ungezogene Hure. Aber, meine Herren. Wer wird denn gleich die Fassung verlieren? Rod Taylor und Elke Sommer auf Schatzsuche. Jamaican Gold. Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL 2. Eine Frau setzt sich durch und hebt ab. Nun zeig, wie gut du wirklich fliegen kannst. Mein Leben gegen deins, okay? Kitty behauptet sich in waghalsiger Luftakrobatik als Firmenchefin und Geliebte. Starke Konkurrenz diesmal, Kitty. Flug der Entscheidung. Donnerstag 20.15 Uhr bei RTL 2. Heute zeigen wir Ihnen mal einen Sonnenaufgang. Spanier-Orangen. Sowas von gut. Auf ihr erstes Rendezvous hat sie eine Ewigkeit gewartet. Auf ihr Kleid nur 24 Stunden. Shopping von heute auf morgen. Jetzt bei Otto. Manchmal sieht man erst beim Wischen. Wischen allein genügt nicht. Deshalb wischen Sie mit Pronto. Denn Pronto reinigt, pflegt und schützt in einem Wisch. Wie man sieht. Pronto reinigt, pflegt und schützt in einem. H2
Halten Sie sich die nächsten Samstage frei. Sie sind doch James Bond, oder nicht? Mein Name ist Karamanga. Peter Franks. Alles klar? Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wenn es heißt... Guten Abend, Mr. Bond. 007. Guten Abend, 007. Mein Name ist Bond. RTL 2 hat beide. Sean Connery und Roger Moore. Mal geschüttelt, mal gerührt. Ich bin ein Spion. Die zwei Agenten mit den besten Tricks und Kniffen. Nicht von mir, aber ganz nett. Die Technik macht's möglich. Schalten Sie ein. Nächsten Samstag um 20.15 Uhr. Nur bei RTL 2. Das Feuer ist fast gelöscht. Der Sonntagabend bei RTL 2. Serienstars. Ab 19 Uhr. Bo und Lloyd Bridges in Go West. Was ich dir jetzt sage, ist nur der gut gemeinte Rat einer liebevollen Ehefrau. Misch dich nicht ein. Al, du kennst mich doch. Direkt danach um 20.15 Uhr das TV-Traumpaar. Jane Seymour und Joe Lando in Dr. Quinn. Ich habe dich etwas gefragt. Du willst den Grund wissen? Sag ihn mir. Weil ich... Weil du... Weil ich dich liebe, deswegen. Und ab 21.15 Uhr knallharter Krimi mit Michael Dudikoff als Undercover-Agent in Cobra. Ich werde dich töten. Nein, tu es nicht. Wir haben genug von ihren Spielchen. Der Sonntagabend bei RTL 2. Da schauen Sie hin. Meine Mutter fährt Auto und mein Vater schnarcht. Der hat einen ganz tollen Löwen vorne drauf. Wenn schon, denn schon. Der Peugeot 806. Anke Huber, auf dem Weg zur Arbeit. Was ist dir wichtig? Ich muss vor allem locker und unbelastet ins Match gehen. Deshalb mache ich vorne ein leichtes Trainingsprogramm. Bisschen Laufen, leichtes Stretching und lockeres Schlagtraining. Und dann esse ich noch eine Kleinigkeit. Natürlich was, das leicht schmeckt und nicht belastet, wie die Milchschnitte. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Aus Weizenmehl, Butter, Zucker, Honig und vor allem Milch. So, jetzt kann's losgehen. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Blazing on a sunny afternoon. 1368 Seiten mehr Zeit. Der neue Katalog ist da. Meine Quelle. Mittags immer nur Sandwich ist natürlich auch nicht das Ideale. Falsche Ernährung ist für mich vorwiegend einseitige Ernährung. Es gibt Pillen, da kann man gegensteuern. Ich kann auf Pillen verzichten. Ich habe Schneekoppe, Vollkornmüsli und die guten Gemüsesäfte. Tue ich mir was Gutes, hole viel raus für mich und fühle mich sehr wohl. Schneekoppe. Mir geht's gut. Hi Omi. Mensch, danke für die Kohle. Ich habe mir doch keinen Pulli gekauft. Dafür das Swatch von Skull drin. Fand ich irgendwie geiler. Rufst du gleich mal an? Warte mal. Oh. Wieso warten? Kauf gleich die Swatch, die man anrufen kann. Von Telekom Mobilfunk. Tragödie. Mutter und ihre drei Kinder sterben in brennendem Asylbewerberheim. Elend. Russland legt die tschetschenische Hauptstadt Grozny in Schutt und Asche. Geburtstag. Elvis, the King of Rock'n'Roll, wäre heute 60 Jahre alt geworden. Sonntag, der 8. Januar, die RTL 2 Nachrichten mit Andrea Buttke. Guten Abend. Feuertragödie in Mellendorf bei Hannover. Bei einem Brand in einem Wohncontainer für Asylbewerber starben eine 24-jährige Mutter und drei Kinder. Der Vater und der 6-jährige Sohn überlebten das Unglück schwer verletzt. Am Abend zuvor hatte die Familie noch das orthodoxe Weihnachtsfest gefeiert. Danach waren alle gut gelaunt zu Bett gegangen, erzählen die Nachbarn. Heute Morgen gegen 8 Uhr stand die Baracke plötzlich in Flammen. Das Feuer und der Rauch breiteten sich schnell in dem kleinen Raum aus. Der Container wurde zur tödlichen Falle für die junge Familie. Während der Vater sich durch einen Sprung aus dem Fenster in Sicherheit bringen konnte, gelang es den Nachbarn, einen 6-Jährigen aus den Flammen zu retten. Dann hat mein Vater gesagt, geh, ruf die Polizei, dann habe ich gerufen. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte, kam für den Rest der Familie jede Hilfe zu spät. Eine defekte Heizung dürfte den Brand ausgelöst haben. Die russischen Truppen haben offenbar ihre Taktik im Tschetschenienkrieg geändert. Statt mit Panzern zum Sturmangriff anzusetzen, schießen sie die Hauptstadt Grozny in Schutt und Asche. Die russische